Moin Leute, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Wir probieren mal ein bisschen was aus. Wir sind ja hier immer so ein bisschen auf der Suche nach ein paar Hintergrundinformationen aus der Luftfahrt. Und heute können wir mal mit jemandem sprechen, der uns vielleicht eventuell ein paar dieser Hintergrundinformationen geben könnte. Und zwar sprechen wir heute mal mit Sandro von CETA. Von CETA habt ihr vielleicht noch nicht unbedingt was gehört, obwohl wahrscheinlich fast alle von euch, fast alle von uns in irgendeiner Art und Weise mal mit CETA in Kontakt gekommen sind. Ich arbeite tatsächlich tagtäglich mit einem Produkt von dieser Firma und ich wusste es nicht, bis ich für dieses Video mal ein bisschen recherchiert habe, beziehungsweise bis ich mich dann mit Sandro ausführlich darüber unterhalten habe. Das Gespräch haben wir so gut es ging für euch aufgezeichnet. Ich hoffe, ihr findet das Ganze interessant. Gerade bei diesem Video freue ich mich sehr auf euer Feedback und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Sandro, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du uns ein paar Fragen beantworten kannst. Stell dich gerne mal vor. Danke, Pascal. Danke, dass ich dabei sein darf für CETA hier. Mein Name ist Sandro Hofer. Ich arbeite seit einem Jahr bei CETA in Genf in der Unternehmenskommunikation. Und CETA steht ja, ist kurz für Société Internationale de la Télécommunication Aéronautique. Damit ist dann auch schon klar, dass es sich bei uns eben um Luftfahrtindustrie handelt. Wir wurden vor über 70 Jahren gegründet von 11 Airlines, 1949 damals. Und das Ziel war schon damals wie heute eigentlich die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Playern in der Luftfahrtindustrie. Das heißt, es ging schon damals darum, vorhandene Kommunikationsinfrastruktur gemeinsam zu nutzen und dadurch natürlich dann auch Kosten einzusparen. Und das ist ein Thema, das gerade heute, Stichwort Pandemie, wieder oder immer noch sehr, sehr hoch im Kurs ist. Insofern waren unsere Gründer schon damals sehr visionär, weil es eben im Kern um Zusammenarbeit in der Industrie geht. Ja? Wir haben weltweit 2500 Kunden ungefähr und wenn man die einteilen müsste in, sagen wir, Hauptgruppen, dann sind das einerseits sind das die Airlines, dann sind es Flughäfen und es sind Regierungen. Ja? Und was wir eigentlich für diese Industrie machen, ist einerseits, dass wir eben die Zusammenarbeit innerhalb der Industrie erleichtern. Das ist das die Basis quasi. Dann geht es darum, Betriebsabläufe zu optimieren. Also Neudeutsch, Englisch, Operational Excellence ist das Stichwort. Und schlussendlich geht es aber darum, eigentlich, dass das Erlebnis für den Flugpassagier so nahtlos wie möglich zu gestalten. Wir sind ein sogenanntes B2B-Unternehmen, also Business-to-Business. Unsere Kunden sind nicht direkt, also es sind nicht, das bin ich, du fliegst, du bist ja Pilot, aber du fliegst auch und ich fliege. Ich bin nicht der direkte Kunde von CETA, das sind eben die Airlines, das sind die Flughäfen und das sind Regierungen. Okay, das heißt, der Unternehmensname ist französisch, aber ihr seid nicht nur in Frankreich, ihr seid auch nicht nur in Europa, ihr seid auf der ganzen Welt überall vertreten. Ich habe vorhin noch Zahlen gesehen, über 90% internationaler Großflughäfen, überall findet man etwas von CETA. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also wie, in welcher Form kann man als Passagier damit in Berührung kommen? Über 2 Milliarden Passagierreisen hängen irgendwie mit uns, mit unseren Systemen im Hintergrund zusammen. Also wenn man zum Beispiel das Thema Grenzkontrolle nimmt, ja, da ist es so, dass 70 Regierungen weltweit und alle G20 Staaten unsere Lösungen zur Grenzkontrolle anwenden. Das sind rund 85% der internationalen Flugpassagiere. Das heißt also, wer jemals schon international geflogen ist, der wird mit uns, ohne es zu wissen, in Berührung gekommen sein, ja. Als ich zu CETA kam, ja, also ich habe vorher, wie so viele andere, hatte ich noch nie was von CETA gehört und war dann erstaunt, wow, so ein internationales Unternehmen, also wir sind in über 200 Ländern und Territorien weltweit tätig und das ist sitzt hier in Genf und ich habe noch nie was davon gehört, ist schon beeindruckend. Ich war zum Beispiel, als ich das letzte Mal von Genf aus geflogen bin, ja, kurz bevor man dann durch die Sicherheit geht, ja, da war so quasi ein kleines Gerät beim Eingang und das wurde gebraucht, um halt meinen Boarding Pass zu scannen. Und dann habe ich mir erlaubt, dieses Gerät kurz zu nehmen und auf die Unterseite zu schauen. Und da war dann tatsächlich unser Logo. Also das heißt, wir sind überall so ein bisschen im Hintergrund an einem Flughafen zum Beispiel präsent mit Geräten, aber auch mit Technologie natürlich. Das eine ist, dass man quasi sein eigenes Mobiltelefon braucht. Als sozusagen Fernbedienung für die Reise, ja. Die Idee ist, dass man gerade jetzt in Pandemiezeiten so wenig wie möglich Objekte anfassen muss,
und dass man eben stattdessen sein Mobilgerät brauchen kann, um verschiedene Prozesse dann abzuwickeln, die halt die Reise mit dem Flugzeug so mit sich bringen. Das andere ist zum Beispiel, dass man sein Gesicht mittels Biometrie als Boarding Pass brauchen kann. Das wäre meine Frage gewesen. Das ist doch gerade das Thema. Wie kriegen wir das alles möglichst kontaktlos hin? Das heißt, damit man sich das jetzt mal vorstellen kann, das, was von euch kommt, ja, irgendwie halt diese biometrische Passkontrolle, das ist das, was ihr macht. Etwas von vielen Dingen, die wir machen, ja. Aber das ist natürlich dann, ja. dann sind wir technologisch. Es gibt ja sehr, wie soll ich sagen, es gibt sehr triviale Lösungen, die schon seit langem bestehen. Das kann, wie gesagt, das kann Etikettendruck sein, ja. Das ist dann so quasi Low-End. Und Biometrie wäre dann so Richtung High-End. Und das ist quasi die Vision, dass man halt wirklich an den Flughafen kommen kann und quasi ohne irgendein Gerät quasi anfassen zu müssen, quasi vom Check-in bis ins Flugzeug durchlaufen kann, ohne dass man irgendwie vielleicht nochmal sein Mobiltelefon hat herausnehmen müssen, um zu zeigen, ja. Und wie ist es möglich? Indem eben zum Beispiel biometrische Daten erfasst werden, die dann quasi, Sesam, öffne dich, diese Gates dann automatisch öffnen. Und das kann natürlich sein bei der Grenzkontrolle. Aber es gibt auch Lösungen, zum Beispiel in Peking, wenn ich mich nicht täusche, wo man dann direkt auch so das Flugzeug boarden kann. Ja? Also dann wieder beim Gate selber, dein Gesicht wird gescannt und die Tür öffnet sich und du kannst reingehen. Und so kann auch massiv viel Zeit eingespart werden. Ja? Da kann also eine A380 kann dann, wenn ich mich nicht täusche, zum Beispiel in 20 Minuten, glaube ich, können da alle Passagiere an Bord sein. Okay, also man muss sich das so vorstellen, das, was ihr macht, das lässt sich eigentlich gar nicht so wirklich in wenig Worten zusammenfassen. Aber wenn man es probieren würde, könnte man sagen, eure Aufgabe ist es, dieses ganze Konstrukt rundherum um eine Flugreise, dieses ganze Konstrukt, was mit Luftfahrt zu tun hat, eigentlich an jeglicher möglicher Stelle zu optimieren, effizienter zu machen und halt natürlich auch in die aktuelle Zeit zu holen. Also eben dann Prozesse an jedem kleinen Punkt, du hast es eben gesagt, von Low-End bis High-End voll durchzuoptimieren. Absolut. Und das ist eben dieser zweite Bereich, den ich angesprochen habe. Also nochmals, es geht einerseits darum, die Zusammenarbeit in der Industrie zu fördern, ja, dass Airlines mit Flughäfen, mit Regierungen und so weiter, dass die alle untereinander besser können, indem wir eben Datenaustausch ermöglichen und technologische Lösungen anbieten. Das ist quasi die Basis. Und dann als zweites geht es wirklich, wie du sagst, geht es darum, die Betriebsabläufe überall zu optimieren, überall. Also das geht vom Einchecken bis hin zu wie man sich durch den Flughafen bewegt, bis hin zum eigentlichen Erlebnis im Flugzeug, bis hin dann wieder zum Abholen deines Gepäckstücks. Also wirklich von Anfang bis Ende. Und das ist ja auch unsere Vision. Also wir wollen, dass die Flugreise für den Passagier so einfach und so nahtlos wie möglich ist. Das ist eigentlich die Vision von CETA. Und dann quasi, das ist das letzte Element, das ist quasi dann die Spitze dessen, was wir eigentlich bezwecken wollen, ja. Okay, also wir haben über Grenzkontrolle gesprochen, wir haben über den Einsteigeprozess gesprochen, aber du hast es eben schon gesagt, auch wenn ich mich im Flugzeug befinde, habe ich irgendwie was mit CETA zu tun, zum Beispiel, Riesenthema gerade, Internet im Flugzeug. Wie kriege ich schnelles, vernünftiges, funktionierendes Internet in am besten wahrscheinlich alle möglichen Flugzeuge auf der Welt? Genau, da sind wir dann im Bereich von Airlines und deren Flugzeugen, ja, da bieten wir natürlich auch Kommunikationstechnologielösungen an, die eben zum Beispiel Internet im Flugzeug ermöglichen. Und hier vielleicht ein interessanter Fakt, wir wissen aus eigenen Umfragen, was denkst du, wie viel Prozent der Millennials und der Generation Z würden lieber mit einem späteren Flug fliegen, wenn sie sicher sein könnten, dass sie dann auch wirklich zuverlässiges Internet an Bord haben? Option, du kannst jetzt fliegen, aber vielleicht ist das Internet so ein bisschen oder du kannst später fliegen, dafür ist das Internet dann auch wirklich zuverlässig. Wie viel Prozent würden sagen, ja, ich nehme dann den späteren Flieger? Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein paar Leute gibt, die noch sagen oder die noch so ein bisschen auf dem Trend drauf sind, ja, wenigstens im Flugzeug kann das Handy mal aus sein. Ja, 65% werden es schon sein, oder?
Sehr gut geschätzt. 70%, ja. Also 70% würden dann sagen, ja, dann warte ich doch lieber, ja. Im Flugzeug bieten wir zwei Arten von Internetzugang an. Das eine ist quasi wie zu Hause über ein WLAN. Und das andere ist, und da geht der Trend eigentlich hin, dass man direkt, und da kommt wieder das eigene Mobiltelefon ins Gespräch dann, dass man quasi direkt über sein Mobiltelefon, über seinen bestehenden Telekom-Anbieter ins Internet gehen kann. Also hier sprechen wir von 4G in der Luft. Das bedingt einfach, dass einerseits die Telekommunikationsunternehmen dieses Roaming quasi erlauben und dass die Airlines entsprechend ihre Flugzeuge mit den entsprechenden Gerätschaften und der Technologie ausstatten. Und wir sind da wie immer quasi, sind das verbindende Glied zwischen Telekommunikationsunternehmen und Flugzeugen, Flugzeugbauern vielleicht sogar und so weiter, um das Ganze zu ermöglichen. Und natürlich dann auch zwischen den Anbietern von Satellitenverbindungen, ja. Aber das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, das aufzeigt, wie wir als CETA eigentlich ein neutraler Partner sind für die Industrie, der eben solche Dinge ermöglicht. Das finde ich sehr spannend, wenn ich mir überlege, dass ich einfach weiter ein Netz habe im Flugzeug quasi. Jetzt macht ihr nicht nur Kommunikation für Passagiere, sondern wenn wir weiter vorne ins Cockpit wandern, dann habe ich wahrscheinlich schon sehr viel häufiger etwas benutzt, was mit CETA in Verbindung steht, als ich das dachte. Wir haben ja so ein Electronic Flight Bag, ein EFB, was der große Step war, um das Cockpit papierlos zu machen. Da sind unsere Flugkarten drauf, da ist alles Mögliche drauf und eben auch Wetterkarten. Jetzt haben wir aber über EWAS Pilot die Option bekommen, das Ganze dynamisch angepasst zu kriegen. Also eine App zu bekommen, in der wir auswählen können zwischen Vorhersagen, Observations, also wirklich Stürme, Gewitter, die wirklich an gewissen Stellen halt beobachtet wurden, die sind alle mit in diese App eingepflegt. Auch im Cockpit seid ihr quasi überall vertreten. Du bist somit einer von 50, 60, 70.000 Piloten in der Welt, die unsere Apps brauchen, um zum Beispiel eben Flugrouten zu optimieren, Flugpläne zu optimieren und schlechtem Wetter auszuweichen. Ja, da geht es, also im Kerneffekt geht es ja bei EWAS Pilot darum, gerade was das Wetter anbelangt, ja, schlechtes Wetter zu umfliegen, weil das zu Verspätungen führt, auch ein Sicherheitsrisiko ist und schlussendlich auch die Reise für den Passagier dann je nachdem nicht so angenehm macht. Weil wenn man das immer weiter denkt, geht es natürlich auch irgendwo um bares Geld, was gespart werden kann. Absolut, ja. Also das ist genau richtig. Schlussendlich geht es auch hier darum, Geld einzusparen. Und das ist halt so, wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen auf die Pandemie und was das bewirkt hat. Die Pandemie hat ja eigentlich dazu geführt, dass die Luftfahrtindustrie ihre Prioritäten quasi neu setzen musste. Und da gehört eben auch dazu das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn ich Nachhaltigkeit sage, dann meine ich eigentlich zwei Dinge. Das eine ist finanzielle Nachhaltigkeit und das andere ist rein ökologisch, ist die Umwelt. Und gerade das Thema Kosteneinsparung ist enorm wichtig. Ja? Also wenn man bedenkt, dass im Jahr 2020 der Luftverkehr um 50% eingebrochen ist und dass gemäß IATA die Passagierzahlen um 60% eingebrochen sind, ja, das dann kann man sich vorstellen, was das für die Luftfahrtindustrie heißt. Das heißt, es wird versucht und da eben ermöglichen wir das auch, Kosten einzusparen, indem Betriebsabläufe optimiert werden, aber indem zum Beispiel ganz konkret eben auch mit einer App wie EWAS Pilot, dass zum Beispiel Verspätungen verhindert werden können, weil Verspätungen kosten bares Geld, wie du sagst, ja. Ziemlich, ziemlich interessanter Punkt, weil da stellt man sich dann direkt wieder die Frage, okay, wie weit soll das Ganze gehen? Das ist sowieso ein spannendes Thema in der Luftfahrt. Es hängt irgendwie miteinander zusammen, ja. Also wenn ich die Chance habe, bei einem Anflug, den ich irgendwie optimiere, den ich einfach besser fliege, da irgendwie 400 Kilogramm Treibstoff zu sparen, dann ist das in Anführungszeichen nicht nur besser für die Umwelt, sondern es macht auch schlichtweg Sinn, ja. Es ist einfach sinnvoll, so sparsam wie möglich zu fliegen, so effizient wie möglich zu fliegen. Es wird dann, zumindest für mich als Pilot, das verstehst du sicherlich, wird es dann irgendwann absurd, der Gedanke, wenn wir über Single-Pilot-Cruise-Geschichten nachdenken, wenn wir über Geschichten nachdenken, dass vielleicht irgendwann mal ein Flugzeug wirklich ganz ohne Piloten fliegt und sowas. Wenn man das jetzt weiterdenkt, das könnte ja die perfekte CETA-Aufgabe sein, den Piloten ins Homeoffice zu verfrachten. Aber das sagst du, das ist es nicht.
Ich wüsste davon nichts, ja. Also ich das wäre mir nicht bekannt. Okay, aber ihr habt trotzdem so ein bisschen was in der Hinterhand, womit man das da, was da vorne im Cockpit passiert, weiter optimieren kann. Ich habe was gehört. Du hast mir schon mal so ein bisschen davon erzählt von OptiClimb, von OptiCruise, also von einer Optimierung der gewissen Flugphasen. Weil ich kenne heute, wir machen viel über einen sogenannten Cost-Index, also quasi über eine rechnerische Größe, die wir in das System eingeben, die dann letztendlich darüber entscheidet, wie Geschwindigkeiten angepasst werden während des Steigfluges, während des Sinkfluges, während des Reisefluges und so weiter. Da kommen ganz viele Faktoren mit rein. Geht es um die Kosten für die Kabinenbesatzung, da geht es um Kosten für die Piloten, da geht es um die eigentliche Flugzeit und so weiter. Aber nur als kleines Beispiel, um das einmal zu sagen, wenn wir einen ganz niedrigen Cost-Index eingeben, dann steigt das Flugzeug zum Beispiel sehr steil mit einer vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeit. Wenn wir einen recht hohen Cost-Index eingeben, steigt das Flugzeug nicht so steil, braucht länger für den Steigflug, heizt er aber mit voller Geschwindigkeit hoch. Da seid ihr dran, auch sowas zu optimieren, also da ranzugehen. Wetterdaten habt ihr ja, also dann eben für gewisse Flughöhen Windverhältnisse, um mit dazu zu nehmen, dass man eben bei attraktiven Windverhältnissen eine längere Zeit verbringt in so einer Flughöhe, dass man bei unattraktiven Windverhältnissen möglichst schnell da durchsteigt. Ja, also das ist natürlich so ein bisschen die Winning Combination, ja. Man hat quasi die besten Wetterdaten, Aviatik-Wetterdaten der Welt aus verschiedenen Quellen. Wir haben kürzlich ein französisches Startup-Unternehmen, SafetyLine, akquiriert. Und die haben eben verschiedene Softwarelösungen. Das wird jetzt integriert und das wird zusammen mit der EWAS Pilot angeboten, ja. Und OptiFlight, das ist eigentlich die Optimierung in Bezug auf Kerosinverbrauch für die drei Hauptphasen des Flugs. Das heißt, wie sagst du, dem Climb-Out, dann hast du die Cruise-Phase und dann hast du wieder, wenn du runtergehst, Descent. Ja? Und der Fokus, der liegt im Moment auf dem Steigflug, weil dort Daten zum Beispiel zeigen, dass das, wenn pro Flug quasi oder dass 5-6% des Kerosins eingespart werden kann oder könnte, wenn diese Software eingesetzt wird, ja, und das ist einerseits gut für die Umwelt, aber das ist andererseits eben dann auch gut für die Finanzen der Fluggesellschaft, ja, also 5-6% des Kerosins können eingespart werden mit dieser einen Lösung, die sich OptiClimb nennt. Ja, und ich meine, okay, das sind einstellige Prozentzahlen im Moment, aber wenn man das dann umrechnet in Millionen Tonnen CO2, die eingespart werden und so weiter, das nimmt dann schon Dimensionen an, die beeindruckend sind und die eben dann auch eine Lösung anbieten können, ja. Ich meine, das ist ein wichtiges Thema auch für SITA. Also wir sind jetzt gerade, sind wir als Unternehmen selber ein Jahr als früher geplant, sind wir CO2-neutral. Aber das ist auch eine unserer wichtigen Missionen. Wir wollen der Luftfahrtindustrie helfen, eben auch ihre CO2-Ziele zu erreichen, ja, indem sie möglichst nachhaltig fliegen können. Ja. Also das sind zwei Dinge. Einerseits unser Unternehmen, aber dann auch das Thema Sustainable Aviation, wo wir eben mit Lösungen wie OptiFlight auch sowas anbieten können. Und vielleicht da noch gerade aktuell, wir haben diese Woche bekannt gegeben, dass Bombardier erstmals, dass es in einem Business-Chat passiert, quasi standardmäßig ab Fabrik EWAS Pilot und OptiFlight kombiniert einbauen, ja. So, aber das ist ja was unfassbar Wertvolles, einer Fluggesellschaft oder einer ganzen Branche mit digitalen Lösungen oder nicht nur mit digitalen Lösungen, aber vor allem eben auch mit Software, mit durchdachten digitalen Lösungen zu helfen, klimaneutral zu werden oder klimafreundlicher zu fliegen. Da gibt es dann noch ganz, ganz viele andere Bereiche, wo sich sowas, wo man Technologie einsetzen kann, um einerseits Kosten einzusparen, aber andererseits eben auch der Umwelt etwas Gutes zu tun. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir da vielleicht noch das ein oder andere Gespräch führen können mit jemandem, der dann vielleicht im Detail auch noch ein paar technische Sachen oder so dazu erzählen kann. Ich bin sicher, da laufen ein paar Leute bei euch rum, die das übernehmen könnten. Ansonsten gebe ich die Frage natürlich weiter an die Zuschauerinnen und Zuschauer, was die darüber denken und was die wirklich interessiert. Für dich vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen was darüber erzählt hast. Vielleicht sehen wir dich bald irgendwann mal wieder hier auf dem Kanal. Sehr gerne. Danke dir, Pascal. Und gut Flug morgen, ja?
Das soll es erst einmal gewesen sein. Eine wichtige Info vielleicht noch hinten dran. Und zwar, das hier ist keine bezahlte Produktplatzierung für Sita oder sowas. Das hier war einfach nur ein Gespräch, was sich ergeben hat, was irgendwie für mich, für diesen Kanal Sinn gemacht hat, weil es eben einfach ein paar Hintergrundinformationen liefern kann, die wir so vielleicht an anderen Stellen nicht einfach bekommen hätten. Es ist einfach ein Experte, der uns ein bisschen was erzählen kann aus dem Bereich und ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Natürlich spricht Sandro für seine Firma, das ist ja eine klare Sache, aber nur aus Transparenzgründen, damit es einmal erwähnt ist, das hier soll kein Werbevideo für Sita oder sowas sein und ich habe ja auch kein Geld oder sowas für bekommen. Ansonsten, wie gesagt, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, ich freue mich bei diesem Video sehr auf euer Feedback, dann kann man sowas vielleicht mal häufiger machen, sich häufiger mal mit irgendwelchen Leuten von irgendwelchen Firmen aus irgendwelchen verschiedenen Bereichen aus der Luftfahrt unterhalten, würde ich mich sehr drüber freuen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Leute, lasst es euch gut gehen, habt ein schönes Wochenende und tschüss.